Was bedeutete es damals, vielleicht auch im Unterschied zu heute, wenn man arbeitslos war? Was hat das für Folgen? Armut, Armut, Armut. Und das bedeutet, dass man sich höchstens die Volksnahrung leisten konnte, einen billigen Salzhering. Der Salzhering war die allerunterste Stufe, die wir brauchten, um zu überleben, überhaupt zu leben. Der Salzhering und dann die Kartoffel. Die Kartoffel aus dem Vorgarten, weil jeder Mieter, zumindest bei uns in Tarnowitz war das so, einen gewissen Anteil am Garten hatte. Wurde nicht durch Zäune abgetrennt, sondern es war einfach abgezirkelt durch die Führung der Wege, der Trampelgassen. Ich sage, aha, das ist das Gelände von Vater Lubosch und so weiter. Also man musste sozusagen sich dann schon selbst versorgen, um. Ja, man musste Warum sich. gab es denn keine Arbeitslosenhilfe, keine Nein, Sozialnetze? nicht, dass wir wüssten. Sondern dann hieß es nicht mehr, hilft die Verwandtschaft nicht, dann hilft vielleicht die ländliche Verwandtschaft, die noch Pachtland hatten, für Getreide, Pachtland für Kartoffeln und auch Pachtland, nicht mehr, für Obstbäume. Und die waren natürlich die begehrtesten Tanten und die besten Onkels, die es uns erlaubten, an den Bäumen, wenn die Erntezeit war, nicht mehr, zu schütteln und das, was runtergefallen ist, zu sammeln. Und wenn wir das hatten, ja, dann waren wir reich, dann fühlten wir uns reich, weil wir satt waren. Und die Eltern, die haben sehr früh den sogenannten Schrebergarten sich erworben, am Stadtrand von Tarnowitz, hinter den Kasernen ins freie Land hinein, wurde Pachtland vermietet. Und also, wir nannten das eben Schrebergarten. Der Begriff ist heute auch noch geläufig. Und diesen Schrebergarten, der wurde natürlich intensivst beackert, gedüngt, gejätet und er wurde geschont. Und dann hat man nicht mal diese Pacht Fläche sehr genau und sehr gewissenhaft, nicht wahr, mit Getreide bestückt, dass man mähen konnte mit der Sense und zum Teil mit Kartoffeln bepflanzt, damit man einige Zentner Kartoffeln einkellern konnte. Und die musste man mit seinem Bollerwagen dann aus dem jeweiligen Pachtgelände selber durch Menschenkraft wieder nach Hause bringen in die städtische Wohnung. Gab es denn auch tatsächlich dann unter Arbeitslosen sowas wie Hunger? Und sehr großer Hunger, weil wir manchmal, da sehe ich noch den Begriff Hunger, Hunger nicht mal, also wenn man in Not ist, dann ist auch Diebstahl, Felddiebstahl kein Verbrechen. Dann blieb nichts anderes übrig, als die Mutter sagte: Junge, ich weiß, dass du wiederum ein Loch in den Zaun gebuddelt hast. Hol doch bitte vom Acker eine Rübe, eine Feldrübe, damit wir etwas nicht mehr zum Beißen haben, ich zum Kochen habe. Und da sträubte sich das Gefieder. Das ist doch Diebstahl. Sag ich, Junge, entweder hungern, sterben oder wir stehlen. Und dieses Wort stehlen, die Notdurft und dieser Zwiespalt zwischen dem knabenhaften Gewissen, das uns die gleiche Mutter beigebracht hat, und die gleiche Mutter aus ihrer Verzweiflung mit dem Vater einig waren und uns rausschickten, Kinder, um vom Acker etwas zu holen. Und bei einer solchen Aktion hat mich der Inspektor von dem Gut, dem das Land gehörte, dieses landwirtschaftliche Gut, gesehen und erwischt.
der galoppierte an, ich war, packte mich am Zaun, nahm mir die Rübe weg und dann passierte so etwas. So, jetzt gehen wir nach Haus. Er wollte sehen, in welche Richtung ich fliehen würde, von dem Gutsakter unter dem Zaun hindurch. Und auf einmal rief er, Stopp! Jetzt bin ich natürlich erstarrt. Was hat der Guts, dieser Inspektor, gemacht? Hat die Rübe genommen, hat sie mir mit den Zaun geworfen. Geh nach Haus. Also das heißt, Arbeitslosigkeit war auch bei Ihnen zu Hause eingekehrt? Die war eingekehrt. Und zwar so eingekehrt, dass wir dem lieben Gott gedankt haben und sehr froh waren, als der Vater, der wurde Angestellter, war Angestelltenanwärter, dann wurde er, Beamter, Angestellter auf Zeit, bis er nach Ablegung seiner Prüfungen und seiner Kurse, die er machen musste, als ständiger Beamter, und zwar unkündbar auf Lebenszeit, uns gebracht hat. Das war ein Jubelfest für uns Familie, für uns Kinder und auch für die ganze Sippschaft. Der Vater wurde unkündbarer Beamter. Wann? Bei der Reichsbahn. Unkündbar, mit anderen Worten, unsere Not war gebannt. Wir brauchten nicht fürchten, Stempel zu müssen, uns anzustellen, sondern das Gehalt wurde dann pünktlich, preußisch pünktlich, von der Direktion Oppeln überwiesen.